Der gute Mitch Powers hat mir gesagt, die Namen Xtreme, Paganda, Stritzi und Baffenbärtel, das sind diejenigen, die wir grüßen sollten in Bezug auf Tutorial Kommunikation, weil der gute Mitch Powers immer schimpft mit den Calls, da ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Also dieses Video geht an die Mitstreiter um Mitch Powers. Grüße gehen da raus. Ich werde erstmal anfangen, vieles zu erklären, vieles aus meiner Sicht zu erklären, vieles auch vor allem vielleicht. Vieles aus der Sicht eines erfahrenen Spielers zeigen, dann auch mit Videobeispiel. Und damit fangen wir eine ganz, ganz wichtige Sache an. Und zwar Ingame-Markierung. Wir gehen auf Einstellungen, Settings, Control, Keybinds und dann müssen wir Fire und Aim ADS sowieso getrennt haben. Und jetzt kommt die wichtige Einstellung. Und zwar haben wir die Möglichkeit mit. Muss das gerade finden. Quick Marker. Eine wichtige Einstellung vorzuführen. Und zwar werden wir bei Quick Marker in einem zweiten Slot linke Maustaste einfügen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du schießt, wird oben ein Balken kommen, in welche Richtung du schon mal schießt. Das heißt, deine Mates können sich aufgrund dieses Balkens oben, was deine Farbe auch hat, schon mal sehen, wo ist der Spieler unterwegs, in welche Richtung guckt er und wo schießt er. Ganz wichtig. Also, ihr habt natürlich Schießen primär auf links, ganz oben, nicht zu vergessen. Und gleichzeitig habt ihr dann bei UI Quick Marker auf den Secondary die linke Maustaste as well. Dann mit der mittleren Maustaste oder welche Kombination euch am besten auch gefällt. Bei mir ist es Mittelmaustaste, könnt ihr Quick Markern. Und das zeige ich euch natürlich. Dazu gehen wir mal ganz kurz in TPP. Und da kann ich euch das Ganze auch zeigen. Wenn ich boxe, seht ihr oben, wo die 300 steht, diesen kleinen roten Balken. Das heißt, egal wo ich hinboxe, meine Gegner wissen, oder in dem Falle schießen, wo ich meine Aufmerksamkeit hinsetze. Mit dem Quick Marker bei mir auf der Mittelmaustaste kannst du direkt Objekte markieren. Das Haus, Auto, Dead Tree. Das Ganze geht bis circa 300, ich glaube sogar mittlerweile 200, 300 Meter, wenn ich das Ganze sehe. Bis 500 Meter kannst du, glaube ich, sogar direkt markieren. Weiter weg ist es dann auch als. Oh, du kannst sogar weiter weg markieren. Also sind 1, 2, doch, man kann schon mittlerweile komplett weit weg markieren. Wichtig ist aber dabei, dass ihr bei Public den direkten Onscreen-Marker habt, aber bei. Im Ranked hättet ihr nur den Marker auf der Map oder in dem Falle dann auch auf der Minimap. Das heißt, damit könnt ihr schon mal die Kommunikation, die Ingame-Kommunikation um einiges erleichtern, viel, viel flüssiger gestalten lassen, vielleicht auch gewisse Calls nicht mehr setzen müssen, weil der Marker am Ende alles erklärt. Trotzdem gibt es da Pros und Kontras. Bei Public ist der Onscreen-Marker einfach. The way to go ist die präziseste Möglichkeit, was zu callen. Bestes Beispiel, du hast ein Terrain, welches ein bisschen offen ist, fünf Bäume vor dir und ene mene buh, raus bist du noch lange nicht. Hinter einem dieser Bäume versteckt sich ein Gegner. Der Onscreen-Marker kann natürlich am Ende den Call ja, präzisieren und zwar mit dem Call, er ist hinter dem Baum, Herbstbaum vor uns, Marker oder siehe Marker. Damit weiß jeder sofort, um welchen Baum es sich handelt. Problematisch wird es aber dann bei Ranked, denn bei Ranked müsstest du, wenn dieser Baum out of range von deiner Minimap ist, müsstest du auf die Map gehen und nochmal gucken. Dieser Zwischenschritt kann deinem Mate Zeit kosten, sein Leben kosten, Kommunikation schwerer machen. Das heißt, bei Ranked ist meistens, wenn es außerhalb der Minimap-Range ist, ein Call sogar schneller, effektiver und wird schon mal die Möglichkeit oder hält die Möglichkeit offen, dass deine Mitspieler auf den ersten Call reagieren. Ridge, Herbstbaum, Tree Store,
New Compounds. Wir hatten das ja im letzten Tutorial gehabt. Es gibt ja sehr viele, ganz, ganz viele Bezeichnungen für bestimmte Gebäudearten. Da ist einfach die Kommunikation mit dem Sprachgebrauch, mit dem direkten Call schon um einiges schneller bei Ranked als mit der Markierung. Ist dann natürlich am Ende des Tages der Gegner so nah, dass du ein Haus markieren kannst und du willst sicher gehen, dass das Ganze auch verstanden wird, weil es ein bisschen chaotisch war, kannst du natürlich das Haus markieren mit dem Quickmarker und gleichzeitig callen, sodass deine Mates auch wissen, worum es geht. Also da immer drauf achten, Public und Ranked haben da zwei verschiedene Szenarien, Vorteile und Nachteile jeweils von den Quick-Markern. Bei der PUBG-Kommunikation im Team oder im Duo ist es auch sehr wichtig. Wir werden jetzt allgemeine Punkte besprechen. Ich gebe euch Ideen. Es ist super wichtig, kurze, genaue, aber bestimmende Calls zu geben. Wir werden gleich bei den Videos, die Profis aufgenommen wurden während der Weltmeisterschaft letztes Jahres, ganz genau darauf achten, wie wichtig kurze Calls sind, wie viel Qualitätsunterschied zwischen Calls entstehen können. Das wird super, super spannend und auch vielleicht für den einen oder anderen auch erleuchten. Um das zu erklären, kurze Calls, kurze präzise Calls bedeuten einfach, dass ich direkt meinen Mitspieler, Mitspielerin sofort auf dem Schlachtfeld einen kurzen, knackigen Call gebe, wo der Gegner ist. Das kann in dem Moment sein, Richtung Marker oder an meinem Marker, wenn es Public ist. Es kann sein, dass es, wenn es eine Gebäudestruktur ist, Taliban, Three-Store, L-Gebäude. All das führt dazu, dass du einen ganz knackigen, kurzen Hinweis gegeben hast, wo der Gegner ist. Und dann kannst du wieder anfangen zu sagen, zweiter Stock, hinten, unterhalb des Menschengebäude, vielleicht außerhalb des Menschengebäude. Alles gut, Lukas, gute Besserung, pass auf dich auf, wir sehen uns hoffentlich morgen. Super wichtig, dass das kurz und knapp ist, aber auch sehr bestimmend. Das heißt, scheut euch nicht, Calls zu geben, auch mit Calls bestimmte Aktionen zu starten oder zu denyen. Dazu kommen wir auch weiter. Versucht als Spieler rauszufiltern. Also, wenn man unterwegs ist mit 4 Mann, muss man auch als Spieler, individueller Spieler für sich in Eigenverantwortung wissen, welche Calls sind für mich wichtig. Wenn ich zum Beispiel mit XY an einer Seite bin und mein Mate ist 300 Meter weiter weg und callt was außerhalb unserer Sichtweite, dann ist es natürlich uninteressant in dem Moment für uns, was da passiert. Klar nehmen wir das auf, wir haben es im Hinterkopf, da ist ein Fight, da ist irgendwas entstanden, irgendein Call wird gegeben. Wichtig ist zu wissen, welche Calls sind für mich wichtig, welche Calls sind an mich gerichtet und wie schaffe ich diese Calls rauszufiltern. Das ist immer situationsabhängig, man muss ganz genau schauen, wo sind meine Mates, wo geht es gerade ab, wo sind die Calls, die mich betreffen. Sei es ein Gegner, der in der Nähe ist, der auf mich guckt, sei es Gegner, die wir anpushen, sei es Gegner, die uns pushen und von einem bestimmten Winkel angreifen. Das Filtern ist super wichtig. Du kannst nicht in einem Squad-Game sagen, ich brauche Sound. Du musst ruhig sein. Ich werde angepusht. Kannst du nicht, du musst rausfiltern. Das heißt, es wird wild durcheinander gesprochen. Rausfiltern, zur Not auch muten. Auch das ist super wichtig. Calls wie ich brauche Ruhe gibt es nicht. Jeder muss die Möglichkeit haben, durch Bind sofort den Sound seiner Mitspieler im G-Speak Discord zu muten, sodass du von Situation zu Situation, wo du alleine auf dich gestellt bist, zum Beispiel erstmal 10 Sekunden lang alleine auf deinen Sound, auf dein Gameplay konzentrieren kannst. Hast du die Situation bewerkstelligt mit dem Knock, kannst du sofort dich hinmuten, Informationen weitergeben und deine Teammates können agieren. Das heißt, das Durcheinanderreden wird immer passieren, man muss nur gucken, was man filtern kann. Auch super wichtig, was in Bezug auf Qualitätscalls oder immer für Qualität oder den Unterschied zwischen Calls hier an Qualität ist zum Beispiel, wenn man die Emotion nicht rauslässt. Das heißt, ich kassiere einen Knock, anstatt zu callen, zweite Ridge, Nordosten, Richtung Marker, habe ich einen Knock von einem Bolt kassiert, kurze Info, knackige Info und dann ganz schnell den Mund halten,
Gründe sind A. In dem Moment, wo du anfängst, emotional zu werden und sagen, oh, ich habe einen scheiß Bullshot bekommen, verdammte Kakapupu, und du dich nicht mütest, dass mindestens 2, 3 Sekunden, die du A, nicht Informationen gegeben hast. Das heißt, deine Mates, Mitspieler, Mitspielerinnen laufen wie verrückte Hühner hin und her, weil die dich natürlich safen wollen. B, nimmst du auch die Zeit von deinen Mitspielern, Mitspielerinnen, sich selber auf ihr Sound zu konzentrieren, auf ihre Calls zu konzentrieren oder auf das Game-Geschehen zu konzentrieren. Das heißt, kurz knackiger Call, was passiert ist, wenn man tot ist, Mund halten und vor allem der Delay im Teamspeak und Discord ist bis zu einer Sekunde manchmal. 0,5, je nachdem, ob du Nitro hast oder nicht. Aber manchmal hast du bis zu einer Sekunde maximal natürlich gesehen einen Unterschied. Das heißt, wenn ich den Call gegeben habe, ist schon die Situation eine Sekunde vergangen. Und wenn ich immer noch weiter und weiter rede, nehme ich in der kurzen Distanz natürlich die Möglichkeit von meinen Mitspielern auf Sound zu spielen oder überhaupt irgendwie Audio-Steps oder auf Audio zu gehen, zu gucken, woher kommt der Gegner. Ist natürlich der Knock von weiter hinten gelangt, kann man ganz kurz das Callen, man ist möglicherweise Self-Raised, der Knock war weiterhin weiter weg, der mögliche Push ist da. Aber auch da gilt es sofort, Mund halten und Team agieren lassen, denn du bist da außer Gefecht. Das heißt, Emotionen, unnötige Zusätze bitte rauslassen. Wichtig ist auch zu sehen, dass man bei den Calls auch gewisse Situationen angibt, was man vor sich hat. Also, wir haben öfters, das Game ist bei mir gerade abgestürzt, wunderbar. Wir haben manchmal in gewissen Situationen Gegner, die einen pieken. Wir haben 4 Gegner, die auf einen gucken. 2 davon sind links, sagen wir mal, 2 davon rechts unterwegs und es fängt schon an bei dem Call und bei dem Call, wo ich oft das sehr, sehr oft höre, zum Beispiel ein schlechter Call. Ich werde aus dem Fenster angeschossen oder abgeschossen. Jeder weiß natürlich Bescheid, aus welchem Fenster. Jeder weiß sofort Bescheid, was da los ist. Aber wichtig wäre zu sagen, wir gehen zum Beispiel gedanklich über einen Menschen, über einen Two-Store. Erster, zweiter Stock, außerhalb, innerhalb, linkes, rechtes Fenster. Vor allem auch ganz wichtig, einfach mal die Waffe zu callen, damit die Mitspieler wissen, wo sind die Gegner mit welchen Waffen verteilt. Wen kann ich eventuell nicht hart pieken, weil er eine Bolt hat? Wen kann ich eher pieken, weil er eine Mini oder SKS hat? Geht enorm runter bei Kommunikation. Wird oft vergessen. Ein kleiner, einfacher Call. Zweiter Stock. Bolt, zweiter Stock, Shotgun, wenn man pusht, zweiter Stock, Mini, und jeder weiß sofort Bescheid, wie man zu pieken hat im besten Falle. Das heißt, auch da gibt es feine Unterschiede an den Calls. Versucht euch zu gewöhnen, so viele Informationen mit dem Call zu geben, aber so kurz und knapp wie nötig. Das heißt, es ist ein gravierender Unterschied, wenn ich sage, er ist in der Menschen. Oder wenn ich sage, zweiter Stock, hinterer Raum, Toilettenraum, Main Room, Treppenroom oder an der Treppenseite oder unten im Kitchen, unten in einem in einem Wohnzimmerbereich, unten in der Toilette, Shotgun, AK, Mini. Kleiner Zusatz macht einfach die Situation viel, viel angenehmer für deine Mitspieler. Was ich auch sehr, sehr häufig in Kommunikation oder bei den Kommunikationen erlebe, dass du 4 Mann hast, die komplett oder 4 Mann, Männlein und Fräulein hast, die komplett ruhig sind. Das heißt, keiner traut sich oder keiner sagt was. Und auch da gibt es eine ganz wichtige Regel. Alle 4 Spieler, Spielerinnen müssen reden. Sowohl in Fights als auch nicht in Fights. Jeder Move von dir muss angecallt werden. Sei es ein Versuch, einen Off-Angle, sei es ein Versuch, eine Spoiler-Position zu kreieren, sei es ein Versuch, einen Push anzugehen, sei es Versuch, am Ende einen Move zu machen, der defensiv ist. Das heißt, Spoiler-Position für die, die es nicht kennen. Ich habe eine Position, die unknown ist. Ich warte ab, dass das Team die Gegner ablenkt und schlage dann aus der Position unknown zu. Off-Angle ist ein Move. Das heißt, ich bin in Bewegung, hole einen anderen Winkel gegenüber die Gegner und schlage aber meistens auch als erster überraschend zu, sodass mein Team dann im Gegenzug wieder reagieren kann. Push- und Defensiv-Move erklärt sich natürlich selber. Das heißt, ich muss es callen. Hole ich einen Off-Engel, call ich es. Pushe ich, call ich. Pieke ich über eine Reach,
call ich es. Das heißt, ich calle, ich peek jetzt über die Ridge. Ist einer mit mir? Call ich mit ihm, lass uns gemeinsam pushen. Auch da ist es wichtig, nennt die Spieler beim Namen. Sagt, Lukas, ich pushe über die Ridge, ich pieke am Stein, komm mit mir. Seid bestimmend. Kurze, knackige Calls, bestimmend in eine Richtung. Lukas, lass uns zweiten Stock die Treppe gemeinsam hochgehen, du läufst durch. Wenn der Tag lang ist, der OP erzählt viel. Wir sehen bei den Squads, OP called und called und called. Und wenn ihr ganz drauf achtet, auf die letzten Squad Games, es gibt Phasen, wo meine Mitspieler stumpf nach oben laufen, aber nicht callen. Sehe ich sehr häufig. Gibt den Call, was ihr macht. Selbst wie ihr den Nate wirft, Richtung des zweiten Stockes. Eine Flash, ein Molotov, eine Smoke, callt es. Super wichtig. Werfe eine Flash hinter die Ridge. Lass uns gemeinsam rüber pushen. Anstatt, lass uns pushen. Komm, lass ihn kaputt machen. Der ist hinterm Stein, lass uns pushen. Qualität, lass uns gemeinsam, Lukas, über die Ridge pushen. Ich werfe eine Granate, einen Molotov, einen Flash davor und dann gehen wir drauf. Mach das Spiel für deinen Mitspieler, Mitspielerin so einfach, weil er einfach sich nur noch auf diesen Stein konzentrieren kann. In dem Falle links und rechts die Gefahrenquellen, weil das die Peak-Möglichkeiten sind, aber man ist seinem Train. Push ich nach oben, calle ich, Lukas, du läufst durch, ich bin hinter dir. Spring in den Raum. Nicht dieses blindes, ich gehe nach vorne und hoffe, dass dein Mate hinter ist. Wenn du vorne agierst, dann sei derjenige, der auch das Ruder in die Hand nimmt. Ganz wichtig ist, nicht passiv zu spielen und Angst haben zu callen. Fehler sehen, zum Beispiel, oh, wir werden von der östlichen Seite angepusht, wir müssen zurückziehen, ansonsten sind wir in der Zangenposition. Bestimmende Calls, wenn ihr merkt, es läuft was nicht gut, callt es. Wenn ihr merkt, wir haben einen Knock vor uns, wir können Third Party über die linke Seite, kommt mit mir, über rechts sind wir dadurch dann safe, weil wir eine Ridge haben. Sind kleine Informationen, die deinen Mitspielern in dem Falle helfen. Wir haben die Situation über uns, ein Team fightet mit dem zweiten Team, wir haben im Osten ein Team, wir haben eine Möglichkeit links die Gap zu nehmen. Du siehst es, bedeutet aber nicht, dass deine Mitspieler das sehen oder Mitspielerinnen. Du callst, bestimmend, Third Party, linksrum, warum? Weil wir von außen nicht gesehen werden, schnell, setz die Utilities ein, Smoke, zweite Smoke, erste Smoke, dritte Smoke, potenziell gucken, wo es die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass die Gegner unterwegs sind. Einfache, bestimmende, präzise Calls werden am Ende schaffen, dass alle deine Mitspieler A, nicht nur hinter dir sind, sondern auch ganz genau wissen, was da oben los ist. Third Party, Leute sind genockt. Mitzählen im Killfeed. Wie oft sage ich, oh, da ist eine Third Party. Ein Spieler knockt. Der Genockte wird geflasht. Derjenige, der den Knock gesetzt hat, ist re-knocked worden. Ist geflasht worden. Minus 2 Spieler vom ganzen Team. Minus 3. So wichtig, diese Kleinigkeiten, die vielleicht deine Mitspieler, der eine mitbekommt, der eine nicht. Aber haut es raus. Ihr bestimmt die Situation. Ihr callt eurem Team, was ist da passiert. Wenn man die Möglichkeit hat, ranzugehen, könnt ihr sofort agieren. Super wichtig. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit eurer Mitspieler oder die Sensibilität auf solchen Calls, auf solchen Situationen, dann besser vorbereitet zu sein und eventuell dann auch am Ende oder im besten Falle dann selber solche Sachen zu callen, öfter zu callen. Backung einen wunderschönen. Also, die Möglichkeiten in Situationen erkennen, die Schwachstellen auch erkennen, callen, die Möglichkeiten callen, die da sind, seid bitte nicht ruhig. In dem Moment, wo ihr stumpf unterwegs seid, habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, als Kollektiv zu agieren und vor allem habt ihr nicht die Möglichkeit, von deinen Mitspielern, Mitspielerinnen irgendwie ja geschützt zu werden, irgendwie eine Deckung zu bekommen. Also Kommunikation in dem Team bedeutet, alle reden, alle werden kommunizieren. Jetzt fragt sich der eine oder andere, Opi, das hast du uns so viel erzählt, aber keine richtige
Wie soll ich sagen, Visualisierung erbracht. Das haben wir doch, denn wir gehen jetzt dafür auf meinen Desktop. Ich habe insgesamt vier Videos für euch, die wir uns ganz genau angucken und dann im Nachhinein das, was ich euch versucht habe zu erklären, vielleicht nochmal aufzeigen. Das sind Team Voice, meistens um das Winner Winner Chicken Dinner aus der PGC 2021. Achtet mal bitte auf die Art und Weise, wie schnell gecallt wird. 가죠 이거 가게 안 돼. 얘네 오른쪽 뭐다? 하나 기절 거기 하나. 라스트 하나. 가. 나 붙는 중이야. 천천히 천천히. 바위 바로 보이는 바위 이렇게 있어. 오른쪽으로 가자. 가자 오른쪽으로 가자. 가. 뛰어봐. 다 붙어줘. 나이스. 얘네 쪽에 한 받은 것 같아. 아 형 이거 가면 안 돼. 형 그쪽 가면 안 돼. 내 앞에 아니 내 앞에 돌이 있다니까. 연막 깔아. 가지고 아예 내가. 자 영차. 좋습니다. 바로 설리. 라스트 연막 쪽 연막. 살리고 싶어. 오른쪽 나이스. Also, uns ist jetzt gerade was aufgefallen. Wir gehen wirklich Step by Step die Calls. I can't look for you, bad angle. Es fängt schon damit an, mit der Qualität des Calls von ihm. Es ist ultimativ stark. Er sagt seinem Mate in einem direkten Call, kurz und knackig, ich kann dir nicht helfen, ich hab einen Bad Angle, ich sehe ihn nicht. Pass auf! Wird in solchen Fights untergehen. Wird keiner drauf kommen, das zu sagen. Ist aber so wichtig für seinen Mitspieler, denn er weiß jetzt, okay, ich bin alleine. Mein Mitspieler hat keine Möglichkeit, mir da zu helfen. Dann kommt der Call, sie können nicht von rechts kommen. Weil der gehalten wird. Und da kommen noch die Knocks. I'm closing. Er hatte vorher nicht die Möglichkeit, den Engel zu kreieren. Aber er closed die Distance und ist jetzt mittendrin statt nur dabei. Wichtige, kurze, knackige Information für deinen Mitspieler. Push right. Go. Kleiner Call, effektiv. Und wird es Po hat das Nachsehen. Man hat durcheinander gesprochen, man hat schnell gesprochen, aber wie präzise waren die Calls? Schlechter Engel, ich kann dir nicht helfen, ich close die Distance, über rechts können sie nicht pushen, die Knocks kamen in dem Moment, das heißt, der ganze Fokus ist jetzt vor ihnen. Kurze, knackige Calls. Es wird spekuliert, dass da ein Team ist, es wird sogar gecallt, dass du da nicht hingehen sollst. Der Call kommt, es sind zwei vor mir. Er rastet nicht aus. Er ist nicht böse, er ist nicht sauer, sondern er gibt kurz und knackig nach seinem Knock, es sind sogar zwei dort. Auch da ganz einfach, es wird ihm gesagt, du solltest da nicht pushen. Er kassiert den Knock. Zwei Stück vor ihm. Der Smoke wird angecallt. Einen Knock hat man kreiert. Last one in the smoke. Sofort kurze kleine Calls. Man callt den Flash und sofort wo der letzte Gegner on the right. They're literally both on HP. They're literally both, like, they could not be any lower. Nice. I knocked two different teams. Beide sind low HP. Ergo für deinen Mitspieler, du kannst einen Nate reinwerfen, du kannst einen Molotov reinwerfen. Let's kill left guy, kid. Left guy. It's Penta. 2v2. I'm stunning. What? It's 1v1. He's on the ridge. Where? He's just on the ridge below you. Also, auch da ganz kurz hat man gemerkt, die Qualität, die Motivation darf man auch nicht vergessen bei der Kommunikation. Also auch sich gegenseitig motivieren ist super wichtig. Sich gegenseitig zu motivieren ist absolut elementär, um die Mentalität hochzuhalten. Aber ihr habt immer gemerkt, kurze, knackige Calls. Wir gucken uns das nächste Video an. Can I lower volume? 저기요, 저 알트 눌러 설정해도 되나요?
он ушел. Он пытается, возможно, найти меня. Они будут придушены. Да, да, они будут карма перекушены. Можешь убегать? Скепс, ты конем, ты конем. Да. Я в дерево упал. Тебя можно спасти? Если ну только зацелишь просто. Он пытается, возможно, найти меня. Они будут придушены. Да, да. Er hat sich selber genockt, callt aber immer noch sauber und präzise, dass das gegnerische Team ihm am Suchen ist. Я могу, да. Это верно? Мы тачки можем найти на мете. Нет, не могу. Не могу убегать. Максимально. Мы можем успеть, кстати. Звук, 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 саунд, саунд, саунд. Ganz ruhig geblieben und trotzdem die Situation geklärt mit kurzen Calls. Somewhere. Right on top of people. It's a solo somewhere. Okay. You sure? It's eight alive. You sure they're least... three? No, you're three. Yeah, we're three, yeah, the solo. Auch da super wichtig, man ist zwar schon außerhalb des Games, man ist tot, aber trotzdem kommt der Call, der ist solo. Two guys. Nice. Remember we have a solo somewhere. 3v2v1. Ganz wichtig auch, das ein Hinweis bei der Kommunikation, Killfeed achten, Killfeed tracken. Bringt dir am Ende die Möglichkeit zu erraten, was für eine Situation hat. Sie wissen ganz genau, ein Solo und ein Duo. Solo ist der. He's shooting the behind. Let him shoot, let him shoot. He's on orange somewhere. Last guy, put an orange. Don't. He's at the smokes. Yeah, play. Let's go and get angle. On the three, on the three. Nice. Easy game. Es wird die ganze Zeit miteinander kommuniziert, die ganze Zeit. That's good, like we said. Kurze, knackige Kills. Se reperan amarillo. Bueno, ahí está, de tu árbol. Lo tengo. La nega, están atrapados, ¿ok? Okay. Otra. Izquierda. No, vamos juntos, ¿ok? Habt ihr was gemerkt? Und zwar hat er seinen Mitspieler beim Namen genannt. Auch das. Super wichtig, rauszufinden. Total 3 enemies right and left. Also sie wissen ganz genau, wie viele Gegner sind und wie sie verteilt sind. Das heißt, 3 links und 3 rechts haben sie als Gegner vor sich. Das ist einmal Team Liquid, einmal SSG. Und jetzt achtet mal. 3 near you. Ein Spieler callt seinen Mitspieler, der heißt Captain, let's run, they are stuck. Situation erkennen, den Call geben. Einer ist auf der linken Seite, 2 werden wahrscheinlich rechts sein oder einer, je nachdem wie viele überlebt haben. Aber der Call ist so wichtig, dass er seinen Mitspieler direkt anspricht. Let's go all together. Nochmal der finale Call, um jeden zu fokussieren. Es ist einer übrig, ganz wichtig, einer übrig. Die wissen sofort, dass der linke knockt ist. Auch der Call kam. Einer knockt links, rechts der letzte Fokus, alle drauf. Super, super effektiv. Und vor allem der Beweis, direkt anzusprechen und sagen, die sind über links geschwächt, lass uns über links pushen. Sensationell. If we have stuns, use them maybe? Just spam stuns, maybe. Far left, take the three, I know that guy. Nice. One up. I'm healing. I got dagged. I'll kill him in a sec. Middle smoke, baiting smoke. Let's go, boys! We're a team. Auch das, sensationelle Kommunikation. Es sind kurze, knappe Calls. I'm holding right. Ich halte rechts. Von deren Sicht aus. Gegen Navi. Wait for the smokes to die. Ganz schnell Situation erkannt. Lass uns doch abwarten, bis die Smokes wegfaden. Vielleicht haben das deine Mitspieler nicht mitbekommen oder sind zu sehr Tunnel in einem Fokus, in einem Tunnel drin. Quick call. Vorschlag.
Fucking GG am Ende mit dem wichtigen Call, dass alle drei über die linke Seite sind. Also es ist nicht gesplittet, sondern alle drei sind mit ihm. Three far left with me. Nicht bei ihm, far, aber trotzdem zusammen. I knocked the guy. One up. I'm healing. Selbst der Call, ich heile mich, wird weitergeben. Ey, Maining, danke für 9 Monate. Eine absolute Ehre, Liebe. Und geht raus. Wir sind gerade beim Tutorial Hashtag 6. Und da sieht man, selbst obwohl man die Situation eigentlich schon gewonnen hat, es ist nur noch Sample da. I'm healing. Ich gebe die Information an meinen Mates. Ich kann gerade nicht schießen. I got tagged. Der nächste sagt, ich bin tagged. Wohlmöglich auch gleich nicht in der Möglichkeit, mit Full HP zu peaken. Vielleicht auch sich zu heilen. I'll kill him in a second ist ein sehr, sehr motivierter Call. Aber auch da zeigst du deinem Teammate, zeigst du deinen Mates, wir haben die Situation. Middle Smoke fading soon. Perfekter Call. Jetzt ist gleich Sample für uns alle sichtbar. Smoke fading smoke. Let's go, boys. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Let's go, boys. Absolut clean gecallt. Kurz und knackig, keine Hektik. Safe Nades, friend game. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Team, welches ein bisschen hektischer redet. All Nades in Util now. Don't smoke us off. Don't smoke us off any. Stop smoking our angels. That might be them. There's hella people alive. We can see through the smoke. Southwest. You wanna let the fire jump on that left pole too, hey? I'm gonna do it. Jump on the left pole, wait. Jump me across. I got an instant in the guy who smoked Southwest. Watch out. Jump me across to get an angel. There's someone under. I'm nading it. Knocked another guy in smoke. I'm nading that. Molly's down. Throw Molly's down. I'm jumping on the light pole. I'm right under. Yeah, don't fall down. Jump light pole. I'm going with you. Move. Go. I fell off. Right on you. I'm healing. Another one. Oh, he's in smoke. Throw on me. I'm gonna kill. I'm blocking him. Go down to blue. He's blocking me. Shoot my body. Yeah. Ich krieg Gänsehaut, weil das halt so krass ist, wie sie noch die Übersicht erhalten durch die Calls. Es ist eine absolutes Fiesta-Situation. Es ist so chaotisch. Es sind insgesamt 6 Teams übrig, 15 Spieler, Spielerinnen live. Es ist Phase Nummer 9. Und trotzdem behalten sie. Grenading? Es wird einer callt, ich nade sie und gleichzeitig Sharpshoot sofort mit dem Hinweis, nicht alles rauszuwerfen. Fürs Endgame, 1-2 Nades halten. Save all Nades in Util now. Don't smoke us off. Don't smoke us off any. Wichtiger Call. Ganz einfach, bestimmend, kurz laut geworden, seinen 3 Mitspielern klar gemacht, keine Smokes, alles was ihr danach benutzt, benutzt ihr im Endfight und gleichzeitig kommt jetzt ganz wichtig. It might be them. Also gleichzeitig nochmal die Bestätigung, wir haben verstanden, es sind die Gegner, die gerade smoken. Ganz kurz und klar, ruhig. We can see through the smoke, Southwest. We can see through the smoke. Auch das ist ein wichtiger Call. You can jump auf dem Dach. Und da kommt. I got an instant in the guy who smoked Southwest. Watch out, jump me across to get an angle. There's someone under. I'm needing it. Knocked another guy in smoke, I'm nading that. Molly's down, throw Molly's down! I'm jumping on the light pole! I'm right under. Yeah, don't fall down. Go. Jump light pole! I'm good with you. Move! Go! I fell off. Right on you! Man hat sogar seinen Mitspieler, der ein bisschen langsam war, dazu gezwungen, go, komm hinterher. Rose die ganze Zeit mit dem Call, er wird sie von oben durch die Smoke sehen. Es ist einfach sensationell. Shoot my body. Einfach geil zuzusehen, was für ein herber Unterschied da zwischen den normalen Calls ist und den professionellen Calls. Wir halten fest, es wird immer klar und deutlich seine Aktion gecallt. Es wird klar und deutlich auf Schwächen und Stärken gezeigt. Und es wird klar und deutlich in einer etwas ruhigen, manchmal bestimmenden, manchmal vielleicht auch lauten, aber trotzdem sachlichen Art und Weise gecallt. Keine Hektik zu sehen. Warte.
Mitra yaklaşık mola atabilir. Mitra yaklaşık mola atabilir. Ben yaklaşıyorum. Bir smoke atıyorum. Bu smoke'un içinde olabilirler. Görmüyorum sağda. Çatı çatı çatı. Lava HP. Gireceksin çatı. Çatıya bakıyorum ben. İçime atlamış ya. Katınak katınak. Geçin smoke da benim öldüğüm smoke. Benim öldüğüm smoke dışarıda. Olumda solumda. Çık çık çık. Orta smoke'da. Orta smoke'da. Orta smoke'da. Sol 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 sol. Geriye sol. Helal helal. Bravo. Bravo. Schon bemerkenswert, oder? Also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, ihr, das ist ja nicht nur gerade am Lauschen seid, sondern euch natürlich auch gefällt, was der OP gerade macht. Aber um da euch einfach das Ganze nochmal näher ranzubringen. Es fängt schon an mit Smash Calls, mit Relaios. Kannst du ein bisschen näher rankommen? Das heißt, mit Relaios Code Markus Smash, die wissen ganz genau, Navi ist an der Tankstelle. Wenn du ein bisschen näher kommst, kannst du Molotovs reinwerfen und deren Position in der Tankstelle auf jeden Fall kaputt machen. Mit Relaios sofort natürlich auch mit der Bestätigung, er will. Man wirft eine Smoke für ihn und ebnet ihm den Weg rein, ran zu kommen. Görmüyorum sağda. Çatı çatı çatı. Low HP roof. Mert okay. Sofort erkannt. Jeder çatıya weiß Bescheid. Katınak katınak. Geçin smoke da benim öldüğüm smoke. Benim öldüğüm smoke dışarıda. Olumda solumda. Çık çık. Orta smoke da. Orta smoke da. Orta smoke da. Sol 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 sol. Geri yap. Sol. Helal helal. Bravo. Also man hält die Ruhe und trotzdem schafft man sich gegenseitig in Situationen zu bringen, wo man einen Vorteil hat. Sei es Low HP Call auf dem Dach, sei es die Smoke-Vorbereitung für den Molotov. All das führt dazu, dass am Ende BBL das schafft. Kleine Kommunikation. Weiter geht's. Schau gleich da, das ist suora. Suora mun alapuolella jossain. Voidaan venoa hetki. Joo, suora mun alapuolella, se on tähdessä. Katsokaa, mä heitän paloja. Mitä on kolme? Heitän. Mä oon hoitella puolella. Nade! Voidaan yhä panna. Älä. Sulla pitää boostaa, sä saat yhden digin boostaa. Ei mulla boostaa. No jännit ja tietysti. Sanokaa sitten perä. Joo. Okei, okay, das natürlich. About nyt. Nyt. Hän meni aika sitten voi kanselaan. Mä tiedän. No, sä voitit sillä. Yeah! I think it's one magia now, all the way yellow. Two players then we need to do something when they make a play here. I'm knocking one, I'm knocking one. I'm gonna nade him as well, I'm smoking. I'm doing 4-8 boys. Yeah, I'm gonna nade him as well. It's one at the... Not the full guy, I'm with the nice. Guy all the way green. Yeah, Kirk. Green, not green. One guy blue rock. Try to volley it. Nading it, nading it, nading it. Ah, so it's not I knocked the blue rock, knocked the rock. That's guy in the dip, I think. Dip, I think dip. Close car, close car, heads on it, heads on it. Get him, sir. Right flank, guys. Back guys, Pudas here. Catch him. Let's go together. Come. I flash. He's fully fine. He's throwing stuff again. Come. First steady, push. Pudas here, browning. Let's go! Hey, let's go. Dem Liquid ganz klar auch da wieder gesehen, wie man es versucht, sauber zu callen. Also, es fängt schon an, I think it's four men, GNL and the, all the way yellow. I think it's four men, so. GNL, all the way yellow, two players. Then we need to do something. Also es sind, die sind zu viert, die wissen, dass es sieben Spieler sind, die versuchen gerade zu ausrechnen, was die Möglichkeiten sind. Der wichtige Call ist gleich von James, dass er callt, die wissen von mir nichts. Das heißt, er hat einen Off-Engel, er callt den. Und er callt doch, dass er gleich einen Knock kreiert zu 100%. Auch das ist ein cleaner, wichtiger Call. I'm gonna nade them as well, I'm smoking. Nade smokes werden gecallt. I'm doing 4-8 boys. Yeah, I'm gonna nade them as well. It's one at the... Es wird gecallt, wo man einen genockt hat. Es wird gecallt, welcher wohl möglich noch irgendwo positioniert ist. Nur zum Krieg. Nice. Yeah, green, not green. One guy blue rock. Right, while you're trading it, nading it. Blue Rock, ihr versteht, Quick Marker auf der Minimap an dem Stein wurde gesetzt. Ich nade die blauen den Rock. Blue Marker Rock. Hört sich jetzt nicht irgendwie besonders an, aber alle deine Mitspieler und Mitspielerinnen wissen, okay, du nadest diesen Stein. Wohlmöglich ist er knocked. Ich kann gucken, falls er sich hinterm Stein wegbewegt, ihn dann zu holen. So wichtig. Geht unter.
Meistens geht das unten. I knocked the rock, knocked the rock. Das ist keine Dip, I think. Dip, I think Dip. Close guard, headshot it. Get him, Zul. Und ich hab, back. Catch him. Das ist gut, Digga. Und jetzt kommt der wichtige Kill von Ibiza. Come. Also man, wieder direkt kommen. I flashed. Fine. Destroy stuff again. Und jetzt kommt Mixis 5 Head Call. He's throwing stuff again. Bedeutet im Umkehrschluss, er hat sich noch nicht geheilt. Komm. Steady, push. Oh, das ist ja Browning. Let's go! Hey, let's go. Er war auch genockt und kann das auch sehen. Das heißt, er sieht, dass er Sachen wirft, er sieht, was er macht. Er ist zwar tot oder genockt in dem Moment, aber rudimentär sein Call. Ihr seht, er ist hier genockt, da wo meine Maus ist. Und trotzdem kann er den Call geben, wann er sich heilt. Kurz, oh, ja knackig. Richtig. Let's go! Let's go! That's really bad timing, bro. Let's try. That's really bad timing. I was gonna molly his tree. He was on the tree, holding the cross. GG's, boys. Oh my still god, that's games. Frustrating. We need to even beat the guy. Smoke their rocks at all? Smoke their rocks? Yeah, I'll try to put that angle. One guy left. Is he gonna beat this guy? Smoke their rocks? Yeah, I'll try to put that angle. One guy left. Is he gonna beat this guy on the right? Yep, I'm peeking too. The rock, I'm on. Yeah. I gotta heal. Let's go. Cut info. We are not giving him any info. Okay, come closer. Come closer. Wir kommen gleich zu den beiden Situationen. So we can trade. We look back. The left team is a little bit more disadvantaged than the right team. Yeah, right? Left team has more of an advantage. I've got good info. Move up and stop here, because I can see everything. Yeah, I'm willing to trade. We want to use all their utils. So just knock one of Brew, so definitely a 4v4v4. Which one's Brew? The right team. The left of his smoke? Yeah. I'm holding the left smoke. They have to push. I'm nading the right rock. Yep, just get some util out. Got two knives. That's a double knock. Starting left. I'm pushing here with you, Renan. Okay. I'm knock. Insta. One knock on Sonics. Auch einfach ein Paradebeispiel. Also wir fangen mit der Situation um TSM an, dass man ganz genau weiß, man spielt hier gegen AAA, die sind zu zweit und man will hier eine linke Smoke Wall aufbauen. Da kommt sofort der Call. I will try to smoke. One guy left. You gotta peek. Auch da direkte Anweisung. Du musst den Typen peeken, damit wir überhaupt runterkommen. Gemeinsam peek, man. Und man ist eigentlich disadvantaged, aber der wichtige Call, wir müssen den peeken gemeinsam, ist da. So. Und jetzt kommt. Also der junge Typ Flat ist absolut krass. Er weiß ganz genau, Brew oben rechts, unten und Shrimzy. We are not giving them any info. Bedeutet in dem Fall, man smoked Sonics Visier oder die Möglichkeit, dass Sonics über rechts geht, komplett zu. Das heißt, sie haben keine Information, wo Fury ist, wann die zuschlagen, wo die sind und was sie vorhaben. Any info. Okay, come closer. Trust me. So we can trade. Look back, the left team is a little bit more disadvantage. Das rechte Team hat ein Disadvantage, das linke Team hat ein Disadvantage than the right team. Klar, weil die oben rum sind, aber jetzt... I've got good info. Move up and stop here, because I can see everything. Yeah, I'm willing to trade. We want to use all the... Und da kommt wieder Flat mit dem Supercall. Lass Sonics machen. Wir haben die Möglichkeit von Sonics genommen, rechts rum zu pushen, weil die Smoke da ist. Wichtige Informationen weitergegeben. Lass die Utilities von Sonics und Brew sich gegenseitig knocken. Denn Sonics bleibt es nur übrig, gegen das rechte Team zu pushen. Einer knockt von Brew. Which one's Brew? The right team. Which one is Brew?
Du kannst manchmal die Situation aus dem Auge verlieren. Wichtiger Call. Wichtiger Call. Du fragst kurz nach, wer, wo ist wer? Wer ist wo unterwegs? Bru, rechts. Dodrinho, Ausrufezeichen YouTube. Da haben wir schon insgesamt 4 Tutorials. Heute haben wir 5 und 6. Wir hatten More FPS Guide hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir gerade bei Communication. Und sehen uns Beispiel. I'm holding the left smoke. They have to push. I'm nading the right rock. Yep, just get some util out. Selbe Prinzip, man nadet, man nutzt Utilities, man callt, was man macht. Oh, got two, nice. That's a double knock. I'm pushing here with you, Ronan. Okay. Wieder Spieler beim Namen genannt, Ronan, I'm pushing with you up on the left. Sonic. Insta. One knock. Wait, he's got knock one up on Sonic's. Und dann der Call, es ist nur noch einer ab bei Sonics, direkt der Push. Cleaner kannst du dieses Spiel nicht machen. Das heißt, du schaffst es mit der Kommunikation, aber auch mit der Art und Weise, wie du deine Utilities einsetzt, ja, das Spiel sauber zu Ende zu fügen. Auf jeden Fall, Didirinho. Wir werden auch für die PSL-Cast, die wir bald hochladen, auch dann die Infos reinbringen. Also, ihr seht, der Call mit dem Smokes, dass das die Sicht nimmt, klingt logisch für die Mitspieler, die gehen noch einen Schritt zurück, die wissen, dass Brew rechts ist, dass sie im Vorteil sind, lass die Nades und Utilities von den Gegnern sich gegenseitig dezimieren, wir schlagen zu und dann kamen auch die präzisen Calls, wann und wo, über welche Seite man das Ganze angeht. There we go. Auch da der Hinweis. Crawl weiter. Du bist knocked, aber versuch trotzdem auf Informationen zu gehen. Also, um euch natürlich auch quasi die Möglichkeit zu geben, das auf sich einsacken zu lassen. Die Calls sind sehr ähnlich. Die Calls sind von der Qualität auch sehr ähnlich. Die hören sich sehr ähnlich an auch. Und vor allem werden die immer sehr kurz gehalten. Aber ihr seht, wie viele Möglichkeiten man hat, durch Kommunikation auch Informationen zu sammeln. Über die Gegner, über den Move, über so vieles weiteres. Nehmt euch das ans Herz. Guckt euch nochmal den Anfang von dem Tutorial Kommunikation an und versucht dann mit den Bildern, das letzte Video gucken wir uns auch noch an, ja, so ein bisschen zu verstehen, worauf ich hinaus will am Ende des Tages. Go. Das letzte Video. Я можно попробовать резнуть, чем в ЛГ. Окей, сейчас попробую. Если дальних нету, меня спокойно резнуть. 8 секунд рез. Конечно, можно? Хорош. Мэл, живи. Мэл, есть еще флеш? Надо мной. Хорошо. Один остался. Все, Мэл, контроль не держит. Он у Мэла справа где-то. Мэл, мог подняться. Я смотрю, я. Он вверх прям. Самый верх. Хорош. Найс. Хорош. Найс. Урту кто? Урту где-то. Урту кто? Либо. Лидер. Урту лидер. Yamagli, 확실하다. 둘. 레터나딩. 잡고. 찍을 필요 없어. 바로 앞에. 바로 앞 잡았고. 3대1. 천천히. 장전 중. 천천히. 아 이거 안전하게. 타샤로. 조금만 봐줄게. 그러니까 둘. 풀어 줄게 이러면. 유저스. 바로 왔네. 세 명이 일났습니다. 네. 세 명이 아웃됐어요. 크게. 버텨야겠다 일단. 희주야 5등만 해줘. 5등 해줘. 올라가야겠다. 어디 가지?
그 애매한데 옵드레이크 옵제게스. 이 페이지 끝나면은 팔 뜨면 될 것 같은데? 걸쳤다. 와 걸쳤다. 팔소리. 아, 팔소리. 힐러고 마음속으로 세줘. 어 패스 시켰어요. 어, 패스 보내네, 패스 보내네. 시켰어요. 네. 화이팅. 줄 수 있는 정보 다 줬어. 아베. 아, 아베. 거기 그냥 싸우고 있거든. 그냥 존버해. 네 모든 걸 버렸어요. 윤종신 나 오래 살아서. 내가 사드스 스피드 및 커뮤니케이션 수준. 야 가밍. 바비 바비. 야, Andy, das siehst du ja da. Guys, slow down, relax. So, wieder Team Liquid. I'm dead. It was two, right? No, it's two. What went wrong then? I mean, I got knocked with a nade in hand, and it rolls down to you. We peaked too early. He's crawling somewhere. Yeah. We have sent them. You have seen that. Don't let the circle come in. Don't jump quickly. Bombs. Above us. Straight above me here. Let's go. Well played, Dev. Really well played. Bad boy. How many do you have? One. So. 15. 14. 14. 4, 1, 5, 14. 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 Lass mal die Bilder so ein bisschen einwirken. Einer! Ach, okay, die rasten richtig aus. It's just one of the... Nee, Navi. Navi ist on the chef. Just let the chef start like this. He's on the harp. He's going left in the harp. He's going left in the harp. Okay, you need to clear the green marker. There could be one. He has a dip there. He has a dip to the left of that rock. 105. I'm wrapping right. Yeah, this is good better. Nice. One is fat. 85. One is fat, 85. Yeah, running right. Right tree, Badger. Nade it. I'm looking for the track guys, okay? He could be high right, by the way. He's gonna go far right, guys, by the way. Yeah, he can be far right. Come. I knocked this one. Nice, he's on me, now. Let's go, guys! Don't shoot Sonics! Shoot TSM, don't shoot him! Let me get in the smoke, and then wait, before you start resing me, take my nade. Just stop throwing nades in the network. Do you have smokes? No, I've none. Keep going. There's a tree on the left that you have to get to, Jesse, I think. Push him up to the tree. Yeah, okay. Low on left! Right! On left! The shield is chill. Don't peek, I'm holding right. Both on the left! One to the back right, smoke! In the smokes! Full smokes! I needed it. Okay. Dude, do we have any smokes? I'll get to... B36 is white. Peril, 3 knocks on Peril. Okay, slow down, guys. Slow down. DBL being on fire, my mark. Peril's on this crate. I can't see anything. Do you have knock? DBL wiped. This one is so good. On the crate. On rock. Slow it down. It's mollied off. Slow it down. Bad molly. He's dead. Let's go. Go, guys. Nice. Bis jetzt. Только ты здесь же она. Also. Um da das Ganze zum Abschluss bringen. Also ich hoffe, dass euch die Erklärung am Anfang und vor allem diese vier Videos, die wir als Beispiel gesehen haben, euch die Wichtigkeit von Kommunikation in-game vor Augen führen. Weil ich glaube und ich habe das Gefühl, dass das immer untergeht. Das heißt, es fängt bei den leichten kleinen Calls an und geht dann weiter in dem Bereich, dass du ein 4 gegen 4 Fight hast, wo du wirklich alle vier auf einmal reden, wo du wirklich die Kontrolle und auch die Übersicht behalten musst mit den Calls. Und genau das kann man lernen. Man kann es sich angewöhnen. Es fängt schon an damit, Grüße gehen raus an Mitbauers und Kollegen, dass man diese Dark Calls ein bisschen vermeidet, dass man nicht zu oft vor mir callt oder so, dass man auch da die Differenz macht. Close vor mir, far vor mir, mein Waypoint entlang 50 Meter. Man kann sogar mit 50 bis 100 Meter Kalkulationen schon anfangen, viel besser deinem Mitspieler das Gefühl zu geben, wie weit ist der Gegner? Ist er jetzt wirklich 5 Meter vor dir? Ist er weiter eine Ridge vor dir, hinter dir? Oder ist er 200 Meter entfernt und hat dir aber Shots gegeben? Also, merkt euch, cleane Kommunikation bedeutet kurze, präzise Calls, unnötiges Raushalten, Emotionen sowieso raushalten. All das, was ihr an Aktionen
begeht Callen. Sei es Utility-Einsatz, sei es ein Push, sei es ein Spoiler, Off-Angle etc. Pipapo. Callt alles, was ihr macht. Gleichzeitig hört auch darauf hin, was eure Mitspieler callen, damit ihr mitagieren könnt. Denn Spieler bei Namen zu nennen und ihn dazu zu zwingen, nur dir gehört zu haben, ist nicht selten. Da sieht man oft, dass man einen Spieler, der gerade zufällig in der Position einfach neben dir ist, nennen wir es in dem Moment Lukas, sagen wir es ist Dark Luca. Dark Luca, du kommst links mit mir rüber gepusht, mit der Smoke oder mit der Flash über deinen Kopf, gehen wir diesen einen Typen, der links ist, über den wir wissen, den töten, dann haben wir die linke Seite frei und können Plan B, Plan C, Plan D einsetzen und uns auf den weiteren Verlauf konzentrieren. Bestes Beispiel war dieses Dreieck, der Dreieckkampf zwischen Sonics, Fury und Bura, wo der gute Fury IGL dreimal wichtige kurz und knappe Calls gegeben hat und sofort die Alarmsignalglocken oder die Alarmglocken bei seinen Mitspielern hochgegangen sind und die sofort wussten, wie sie die Situation spielen sollen und wie sie die Situation bewerkstelligen sollen. Also, vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für die Liebe. Bitte passt auf euch auf.